Für sie ist es jede Woche ein schwerer Gang. Die Rentnerin hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet und doch ist sie auf Gratis-Lebensmittel angewiesen. Und nun verschärft sich auch noch die Situation bei der Tafel. Es gibt ja Kartoffelchips und irgendwie so ein komisches Toastbrot und das ist ja völlig unakzeptabel ist in meinen Augen. Natürlich, man muss deswegen nicht verhungern, wenn man das hat. Aber es ist total ungesund auch, ne? Gehen der Tafel wirklich die Lebensmittel aus? Tatsächlich prüfen Restaurantbetreiber in diesen Tagen genauer, was abgegeben wird. Auch Supermärkte checken ihre Spenden gründlicher. Hohe Stromkosten, wackelige Lieferketten und explodierende Benzinpreise, vieles musste auf den Prüfstand. Die harte Wahrheit, es gibt wichtige Lebensmittel, die bei der Hamburger Tafel nicht mehr ausreichend angeboten werden können. Milchprodukte, es sind Fleisch, Käse, ist, sag ich mal, sind rar. Also das bekommen wir selten, sind wir immer sehr dankbar für solche Sachen. Aber auch natürlich die Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln, das ist immer was, was, sag ich mal, fehlt, wovon wir nie genug haben können. Immer weniger Lebensmittel für immer mehr Bedürftige. Mittlerweile versorgt die Hamburger Tafel geschätzt 40.000 Menschen in der Woche. Und auch der gemeinnützige Verein geht vor den Preisexplosionen in die Knie. Das ist definitiv nur ein Punkt, aber wir haben 14 Sprinter und einen LKW. Die sind jeden Tag, also von Montags bis Freitags auf der Straße. Wir fahren über 3.000 Kilometer die Woche. Da kann man sich ausrechnen, dass mal 5 Cent hoch oder runter das für uns wirklich deutliche Auswirkungen hat. Und auch die Corona-bedingten Ausgaben wie beispielsweise Hygienemittel, Masken und Tests für die freiwilligen Helfer häufen sich. Corona hat bei uns in der Hamburger Tafel ein Riesenloch in unsere Ersparnisse gerissen. Es hat über 120.000 Euro, hat uns Corona an Extra-Ausgaben bis jetzt schon gekostet. Das ist natürlich traurig, weil das tatsächlich unsere Notreserven sind und waren. Für Menschen wie Sabika sind solche Aussagen eine Katastrophe. Die 26-Jährige ist arbeitslos. Im Monat bleiben ihr nach der Miete 250 Euro zum Leben. Der Gang zur Tafel ist demütigend, aber ihr bleibt nichts anderes übrig. Doch nun fehlen auch noch wichtige Lebensmittel. Sabika hat Angst, dass nun noch einmal alles härter für sie wird. Ja, natürlich ist die Tafel eine extrem große Hilfe, weil eben alles teurer wird. Das ist ganz klar. Und das bedeutet mir auch sehr viel. Sabika weiß nicht mehr, wie es sich anfühlt, einen vollen Einkaufswagen durch den Supermarkt zu schieben. Und nicht in die untersten Regale mit den Billigartikeln greifen zu müssen. Wir spenden ihr einen Einkauf, wollen ihr etwas von einem eigentlich normalen Lebensgefühl zurückgeben. Manchmal hole ich mir auch gerne Hähnchen oder so, wenn das im Angebot ist. Da gucke ich bei Fleisch, Hack, Hähnchen, Pute. Da gucke ich aber sehr viel drauf. Ist das im Angebot, ist das nicht im Angebot? Ansonsten nehme ich das selten mit. Heute landen Milch, Eier und viele andere Dinge im Einkaufskorb, die sie bei der Tafel eher selten bekommt. Ich habe jetzt auch einige Backsachen mitgenommen, eine Kleinigkeit was Süßes und auch ein bisschen einfach Sachen mitgenommen, die ich nicht mitnehmen würde, die mir im Normalfall einfach ein bisschen zu teuer sind. Für 50 Euro einmal wieder ein gutes Gefühl haben. So seien wir die anderen. Sabika ist heute glücklich. Nächste Woche aber muss sie wieder zur Tafel. Und hier kämpfen die Betreiber mit allen Mitteln für ihre Bedürftigen. Auch unter verschärften Bedingungen. Nur durch Supermärkte anfahren, kriegen wir es nicht mehr zusammen. Das Volumen ist einfach so gewachsen, was wir brauchen, es geht nicht mehr. Die Hamburger Tafel bereitet sich auf einen verschärften Ansturm zur Weihnachtszeit vor. Die Mitarbeiter wollen alles geben, um ihre Kunden nicht im Stich zu lassen. Egal, wie schwierig es auch wird. Und vielleicht wird diesmal auch den Helfern geholfen.